Hallo liebe Zuschauerlein. Hallo liebe Zuschauerlein. Genau, herzlich willkommen zum 11. Dezember. Hier ist meine kleine Nichte, die Stella. Ich darf heute auf sie aufpassen und deswegen handelt das Video heute um Handel von der Stella. Stella, wie alt bist du? 2 oder 3? Ja. Bald bist du 3, gell? Also im Januar wird sie 3 Jahre alt und ihr seid sicher schon ganz gespannt auf die Geschenke, die ich bekommen habe. Gestern habe ich Folgendes bekommen. Ich habe Taschenwärmer bekommen von meinem Schnecklein, genau, aber die machen wir später noch warm einfach. Die muss man eben auskochen, ihr kennt das ja, Taschenwärmer. Und heute gab es Folgendes. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Achtung, warte, ich mach's mal kurz vor uns. Und zack, ultra cool, oder? T-Shirt von Walter White, ne? Chemical Labs. Richtig cool. Breaking Bad und sowas. Wer es nicht kennt, hat Weihnachten verpennt. Und das habe ich auch bekommen. Das Thema ist natürlich heute meine Nichte. Sie heißt Stella. Gell, Stella? Du heißt Stella? Stella. Richtig, Stella. Aber ich sag immer Sibylle oder Stulle. Gell, ich sag ganz oft Sibylle. Mhm. Ja, aber das ist nicht schlimm, oder? Mhm. Ja. Heute Nacht darf die Stella auch hier bei mir übernachten, weil ihre Mutti auf Achse ist und jetzt bin ich der Kinderdienst. Gell, die Mami ist unterwegs. Und jetzt erfahrt ihr mal direkt, was für ein toller Einfluss ich bin. Stella, was ist die Mama? Die Mama ist eine alte Kuddel, richtig. Und was bist du? Stella. Ja, richtig. Ja, die Mama ist eine alte Kuddel. Und was passiert, wenn du ein Döner von mir isst, von meinem Döner? Bart. Dann bekommt sie einen Bart. Ihr wisst ja, ne? Damit sie meinen Döner nicht aufisst, habe ich ihr das erzählt. Wenn sie von meinem Döner isst, wächst ihr ein Bart. Was bekommst du, wenn du meinen Döner isst? Bart. Ja, und was kommt, wenn wir die Hoftür nicht zumachen? Die Hoftür, was kommt dann? Oder wenn du deine Jacke nicht anziehst? Bären. Dann kommen die Bären. Wenn sie ihre Jacke nicht ansieht oder das Hoftor offen gelassen ist, dann kommen die Bären und manchmal kommen auch Haie. Wenn sie nicht schnell reinkommt. Wenn sie so lange draußen spielt, dann sage ich immer, schnell, die Bären kommen langsam. Jetzt muss langsam rein. Und ja, dann kommt sie rein, weil die Bären sie sonst auffressen, gell? Aber es ist nicht schlimm, es macht Spaß. Oh Gott. Ja, die Stella ist im gleichen Kindergarten, in dem ich als Kind auch war. Da war ich früher auch. So weit, so gut. Willst du noch irgendwas erzählen, dem Publikum? Noch ein. Was? Noch ein Bär. Noch ein Bär? Ja, Leute, ihr habt gehört, ich krieg noch einen Bär. Okay, also das war's eigentlich soweit. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Von wem hören wir gerne Musik? Alligator. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.